Ja, von mir auch erstmal hallo und ich freue mich auf die Diskussion heute. Genau, Helmut hat ja schon kurz was zu mir gesagt. Also ich bin selber in Kassel, bin auch in der ISO, bin hier vor Ort Stadtverordnete und mache Stadtteilarbeit als Schwerpunkt und bin auch im Co-Kreis der Bewegungslinken. Ich spreche jetzt heute aber einfach als ich und nicht als quasi Vertretung von mehreren, sondern das ist quasi jetzt einfach meine Meinung. Ich würde mich erstmal bei ganz vielen Sachen, die jetzt zur Niederlage der Linken gesagt worden sind, anschließen. Also sowohl was die Schwächen im Wahlkampf angeht, also Stichwort der Wagenknecht-Faktor, das Sofortprogramm, das schon genannt worden ist, das ich auch sehr ungünstig fand, die Unklarheit, wofür die Linke eigentlich steht. Und gleichzeitig natürlich auch die ganzen Rahmenbedingungen, die außenrum waren, also die Konzentration auf die großen Parteien, wo die Linke halt auch ein bisschen klein daneben stand. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es nicht nur Corona ist, nicht nur der Wahlkampf ist, sondern dass allgemein strukturelle Probleme der Linken sind, die sich schon seit langem Jahr angebahnt haben. Von daher geht es mir persönlich auch so, also so bitter diese Niederlage ist, und ich finde tatsächlich mit am meisten, weil einfach gute Leute rausgeflogen sind, die gerade bei der parlamentarischen Beobachtung auch wichtig waren. Das glaube ich, wird man ja erst noch richtig sehen, was das in der Zukunft bedeutet. Geht es mir trotzdem so, es ist ein knappes Ergebnis und es hätte irgendwie nicht knapper sein können und deswegen ist es einfach auch ein klares Alarmzeichen und zwar für jeden. Also bei 6% wäre man vielleicht immer noch in den üblichen Diskussionen so ein bisschen drin gewesen. Ich glaube, jetzt ist es schon so ein deutlicher Weckruf, dass sich was ändern muss, was ja gleichzeitig, also jede Krise ist auch immer eine Chance, wo ich schon denke, vielleicht wird daraus auch was. Leo, Jo, so bin und dann so. ich schon eine ganze Zeit leise? Jetzt bist du wieder. Okay, ich hoffe, ich war nicht die ganze Zeit still. Okay. genau, und die Linke ist ja auch nicht die erste Partei, die in der Krise ist oder da auch wieder rauskommt, wenn man sich jetzt mal anguckt, ohne irgendwas inhaltlich davon natürlich lernen zu wollen. Aber sowohl die FDP hatte so ein Tief, wo wir uns, glaube ich, zumindest vom Selbstbewusstsein was mitnehmen können, ohne sonst irgendwas natürlich zu kopieren. Genauso wie die SPD, die ja eigentlich vor einem Jahr auch schon von vielen total aufgegeben war und die so eine Erneuerungsbewegung gemacht hat. Also von daher, ich habe die Linke noch nicht aufgegeben. Ich finde sie nach wie vor wichtig, weil sie eben so ein Sammelbecken auch ist, wo ja auch viele aus Europa eigentlich nach Deutschland blicken und auch dann so eine große Partei hätten. Trotzdem denke ich mir auch persönlich, ich glaube schon, dass die nächsten 2 Jahre sehr entscheidend sein werden. Also wenn wir es da nicht schaffen, wirklich einen Kurswechsel innerhalb der Partei auch einzuleiten, muss man nochmal neu reden, was sie Positives mit sich bringt oder wo sie an anderen Ecken vielleicht sogar im Weg steht. Aber von daher müssen wir, glaube ich, wirklich jetzt was ändern und schauen, dass wir da so eine Richtung einleiten. Und ich finde, man merkt eben auch jetzt nochmal so eine größere Offenheit, auch in andere Länder zu blicken, wie sich dort linke Parteien auch aufstellen, wo es auch positive Entwicklungen gibt. Also wenn ich jetzt, also Graz, klar, ist eine kleine Stadt, ist auf kommunalpolitischer Ebene, ist was ganz anderes als bundesweit, aber trotzdem gibt es bestimmte Erfahrungen, die man da lernen kann. Dann die Röth, die hatten auch einen Wahlerfolg, auch auf einer antikapitalistischen Grundlage. Oder wenn ich mir die PTB angucke, die es ja geschafft hat, eine Massenbasis aufzubauen innerhalb von ein paar Jahren. Und dort wirklich in die Breite gegangen ist und auch wirklich eine Klassenpolitik macht. Das sind Beispiele, von denen wir lernen können und wo, glaube ich, jetzt auch eine größere Offenheit da ist, das zu tun. Jetzt die Aufgaben, ich habe jetzt weniger, was irgendwie die konkreten Forderungen der Linken sein müssen, sondern ich finde, was man, also egal wie gut die Forderungen sind, man muss sie ja an die Leute bringen und sie müssen ja auch von den Leuten kommen und sie müssen direkt verknüpft sein. Also auch wenn wir das Thema haben, es fehlt oft die Orientierung in der Partei oder zu Corona, hat man ausgefeilte Positionen, aber was am Ende dann übrig bleibt, wie beim letzten Beschluss, ist dann die Impfpflicht. Ohne die ganzen Differenzierungen davor, dass es erstmal um Aufklärung oder sonst was geht, dann ist das einfach schlecht und dann ist es umso wichtiger, dass man einfach viele Leute hat, die im direkten Gespräch mit Leuten drüber reden können, um was die konkreten Forderungen eigentlich sind und was durchzusetzen ist. Und deswegen finde ich einfach A und O immer noch und weiterhin, und das ist nicht durch dieses Ergebnis
bei der Wahl hinterfragt, sondern bestätigt sich ja eher auch an manchen Orten, ist einfach die Kleinarbeit vor Ort und die Verankerung, wo wir einfach viel besser werden müssen. Also wo wir auch die letzten Jahre eine Partei hatten, die zwar Ressourcen hatte, die zwar in Parlamenten da auch zum Teil stark vertreten war, aber was eigentlich gar nicht abgebildet war in der konkreten Verankerung vor Ort im Stadtteil oder im Betrieb oder in der Nachbarschaft. Die Verankerung ist auch ein Wunsch ja von vielen, auch von vielen Neumitgliedern, auch, also auch seit der Wahl gab es ja einige Eintritte in die Linke, was ja durchaus Hoffnung gibt. Und die Bewegungslinke hat sich ja vor 2 Jahren gegründet, auch explizit mit dem, wir brauchen mehr Bewegungsorientierung und wir müssen stärker in den Bewegungen sein. Viele von uns sind es ja auch so und es geht zum Teil von daher auch darum, das sichtbar zu machen, beziehungsweise auch die, die das an den verschiedenen Orten sind, auch besser zu verknüpfen. Aber gleichzeitig eben auch, ich finde gerade aus einer Klassenorientierung, finde ich auch wieder viel stärker der Fokus auf nicht nur bei den existierenden Bewegungen, sondern auch viel mehr Aufbauarbeit da, wo noch nichts ist oder da, wo es vielleicht gerade mal so brodelt, aber noch nicht die Mittel da sind oder der Glaube, dass man was ändern kann, wie eben bei Mieterinitiativen, wenn die Miete steigt, wie im Stadtteil, wie im ÖPNV, bei den ganz konkreten Themen anzupacken. Und dort eben auch vor Ort zu organisieren. Und ein dritter Teil von dieser Verankerung, also eben neben der Verankerung in existierenden Bewegungen, die man natürlich stärken muss, wo wir linke Strategien mitentwickeln, neben dem Aufbauen zu konkreten Themen, finde ich schon als dritter Faktor auch wirklich nochmal die konkrete Unterstützungsarbeit, weil wir einfach in einer Zeit stehen, wo es absehbar immer härter wird. Die Ampel kündigt da ja jetzt nicht gerade irgendwelche sozialen Maßnahmen an. Die Klimakatastrophen wird zu weiteren Katastrophen führen, die früher oder später irgendwie in jeder Stadt mal auch ganz konkret jetzt schon ankommen. Und wo es umso wichtiger ist, dass wir ganz konkrete Unterstützungsnetzwerke haben. Ich finde, da auch da kann man viel von der PTB lernen. Und ich fand es da auch nochmal, die hatten ja so einen Winter der Solidarität letztes Jahr auch und machen auch ganz konkrete Alltagsunterstützung. Wir machen das bei uns zum Teil im Stadtteil auch. Und das ist nicht nur als, manchmal finde ich, wird es so ein bisschen belächelt als Sozialarbeit oder weil man auch sagt, das ist doch eigentlich Aufgabe des Staates, bestimmte Grundversorgung zu decken. Und natürlich ist es das irgendwie oder man fordert es immer, dass man starke Daseinsvorsorge hat. Aber wenn die nicht da ist, ist es natürlich auch ein Signal, wenn wir das selber machen, weil es auch was ist, wo man direkt anknüpfen kann, wo man auch überhaupt, also es geht ja ganz viel auch darum, überhaupt ein Selbstbewusstsein in der Klasse auch zu entwickeln. Und wo man dann eben nicht nur über die Forderungen redet, sondern auch ganz praktisch anpackt. Und ich fand, von der PTB war das irgendwie ganz beeindruckend, als sie das mal bei einer Veranstaltung beschrieben haben, eben auch zu zeigen, na, wir können das eigentlich besser. Und im Weg steht eigentlich die Regierung, die Maßnahmen macht, die nicht hinhauen. Also wenn man sich so Flutkatastrophen anguckt oder andere Sachen. Also auch bei sowas, finde ich, wäre die Linke eigentlich eine Struktur, wo man noch viel stärker anknüpfen könnte oder wo das zum Teil vereinzelt läuft und man das mehr verallgemeinern müsste, dass es allgemein bekannt ist. Also wir können es besser und in dieser konkreten Arbeit ist man natürlich auch noch mal viel näher dran, die Themen aufzuspüren und nicht an dem vorbeizureden, was gerade tatsächlich viele Leute beschäftigt. Weil ich behaupte schon, es gibt einfach viele Themen, die brodeln und wo wir manchmal einfach einen Tacken zu spät dran sind, die zu bündeln und dazu was auf die Beine zu stellen. Das Zweite ist natürlich, also zu dem Teil, finde ich, gibt es in der Linken ja auch schon Ansätze mit den Haustürgesprächen. Das kann natürlich noch mehr werden. Ich sehe da eigentlich auch, bin da eher optimistisch, dass sich das weiter auch entwickelt. Und trotzdem gilt es natürlich auch da, das dann nicht nur Richtung Wahlkampf zu machen, sondern wirklich zu gucken, wie kann man daraus eine organisierende Arbeit vor Ort entwickeln. Und gleichzeitig reicht es natürlich auch nicht nur vor Ort aktiv zu werden. Deswegen habe ich jetzt auch immer viel das betont, diese Vernetzung unter den Orten sichtbar machen, was schon läuft, voneinander auch zu lernen. Aber das Zweite ist natürlich, wir müssen das schon auf einer klaren inhaltlichen Basis auch machen und wohin wir wollen. Also Göster hatte da ja schon ein bisschen beschrieben, was so eine Vision von der Gesellschaft auch ist. Und ich weiß gar nicht, ob es bei der Linken wirklich die Gerechtigkeitsfrage ist oder ob nicht wirklich es ansteht, halt die Klassenfrage zu stellen. Das klingt dann manchmal immer wie die plumpe Parole, wir müssen jetzt den Kapitalismus und die Systemfrage stellen. Aber wenn sogar der Spiegel über den Kapitalismus schreibt und irgendwie habe ich das Gefühl, alle reden darüber und die Linke versteckt sich trotzdem manchmal noch so ein bisschen. Ich glaube, können wir sehr viel selbstbewusster machen. Und gerade angesichts der Klimakatastrophe und
der Notwendigkeit, es auch viel internationaler zu denken, finde ich, wird es auch noch mal deutlicher. Also meine große Befürchtung bei der Ampel oder womit man ja rechnen kann, ist, dass die jetzt ganz viel machen, was bedeutet, es wird für viele teurer. Und sie sagen, naja, es ist wegen dem Klimaschutz, wodurch sie eigentlich noch mal so Spaltungslinien auch reintragen können. Und also wenn zum Beispiel das Benzin teurer wird und es dann, glaube ich, für die Klimagerechtigkeitsbewegung nicht gleich klar ist, wo sie steht, wo es unsere Aufgabe ist, eben auch bei dieser Klimafrage immer von der Arbeiterklasse aus oder von denen, die halt am meisten unterdrückt und ausgebeutet sind, die Forderungen zu formulieren und eben auch, wie eine andere Gesellschaft ist und wo der Kern des Problems liegt. Der dritte Punkt, wenn man das jetzt eben auch genau auf die Partei selber münzt, was steht uns da eigentlich im Weg oder was behindert es eigentlich so sehr? Das ist natürlich, dass sich die Linke aus verschiedensten Traditionen und so auch zusammensetzt, was da, finde ich, auch eine große Aufgabe ist, ist tatsächlich Bildungsarbeit, weil sie sich da auch ein bisschen darauf ausruht, dass viele, die in die Linke gekommen sind, in irgendwelchen anderen Organisationen oder anderen Zusammenhängen ausgebildet worden sind, aber das in der Linken selber noch nicht so stattgefunden hat. Wir jetzt aber viele neue Mitglieder haben, wo man das auch ein bisschen nachholen muss. Also was auf jeden Fall eine Aufgabe ist. Aber was ja einfach diese Partei prägt, ist dieser Fokus auf die Parlamente und auf die Parlamentslogik und eigentlich in vielen Teilen ja auch auf die möglichst ernst genommen zu werden im Parlament und sich hübsch zu machen für die Regierung. Also auch hier bei der Parlamentarismusfrage, eigentlich könnte man auch sagen, alter Hut, sagt man als Linke doch schon immer, dass man sich da nicht ausruhen darf. Aber ich denke, auch da ist es die Herausforderung, wie geht man das denn dann auch konkret an? Also nicht nur zu sagen, was wäre denn notwendig, sondern wie schaffen wir es, das auch tatsächlich durchzusetzen, dass wir, wie man mit Mandaten umgeht, wie man auch vor Ort verhindert, dass es sich so abkoppelt, wie man es schafft, dass nicht die Fraktion die Partei führt, sondern die Partei die Fraktion. Ich finde, da wird im Moment ein bisschen ausprobiert, aber da ist auf jeden Fall noch eine große Aufgabe vor uns. Und auch eine, wo tatsächlich auch Diskussionsbedarf ist, was sind die ersten Mittel, die man konkret anpackt? Also ist es die Mandatszeitbegrenzung, wo ja auch viele sagen, hat nicht nur Vorteile, oder ist es das Kappen der Mandatsgelder, wo ja in NRW jetzt auch so ein Beschluss gefasst worden ist, oder ist es eher mehr diese kulturelle Revolution, wo man Parteibüros zu sozialen Zentren macht, aber dann auch immer die Frage ist, wie setzt man es durch? Also ich glaube, hier braucht es eigentlich einen Diskussionsprozess, wo man auch dazu kommt, was sind die ersten Schritte, die wir ganz konkret angehen und wie setzen wir die auch wirklich innerhalb der Partei durch? Mir scheint, es ist schon auch jetzt da innerhalb der Linken, auch gerade durch viele neue Mitglieder, dass sich viele eine andere Kultur da auch wünschen und dass es jetzt auch so ein Fenster gibt, da wirklich was zu verändern. Genau, als letzten Punkt, bevor meine Viertelstunde um ist. In der Bewegungslinken selber, die hat sich ja vor 2 Jahren gegründet, eigentlich genau auch mit so einem Anspruch, eben den Fokus auf den Parlamentarismus, mehr Richtung Bewegungsorientierung, natürlich auch klar mit dem Thema verbindende Klassenpolitik und offene Grenzen und ganz starker Fokus eben auch gerade diese Verankerung und Praxis ins Zentrum zu rücken. Die entwickelt sich, finde ich, auch ganz gut. Also es sind jetzt über 900 Leute, die dort Mitglied sind und wo es auch bei vielen überhaupt so ein Anlaufpunkt in der Partei ist. Wo man natürlich auch trotzdem gleichzeitig merkt, es ist inhaltlich, also man ist sich so einig bei der Praxis, aber es ist dann gar nicht so einfach, wie setzt man das quasi auch um. Also auch da geht es ganz viel drum, wie erfinden wir sowas irgendwie auch wieder neu oder wo können wir gut dran anknüpfen, wie können wir besser werden, so Praktiken auch weiterzugeben und nicht doch wieder in übliche Listendebatten zu verfallen. Und zum Teil eben auch, wie findet man da auch so neue Sprachen? Also wenn man sich zum Beispiel die Debatte Regierungsbeteiligung anguckt, da ist es ja in der Bewegungslinken so, da gibt es verschiedene Positionen. Also alle sagen, klar, es wird nicht funktionieren, jetzt einfach in die Regierung zu gehen und die Welt ist besser. Aber ist es eine Option, in Regierungsbeteiligungen zu gehen? Oder lehnt man die pauschal ab? Oder wie formuliert man eigentlich quasi auch Machtoptionen, wo man hin will? Also auch hier, wie schafft man das da, Antworten zu formulieren, nicht mit den üblichen Parolen, sondern irgendwie die direkt an dem anknüpfen, wo die Leute auch jetzt stehen.
Ja, und also ich glaube, das sind einfach die Bausteine, wo wir anknüpfen können und wo jeder auch ganz konkret anfangen kann. Soweit vielleicht erstmal. Ja, danke, Violetta. Ja, also ich sag mal jetzt ein bisschen ketzerisch. Braucht es nicht einen anderen linken Flügel in der Partei wie den, den wir jetzt haben? Ja, macht jeder sein eigenes Programm, seine eigenen Vorstellungen, setzt sie um oder brauchen wir nicht einen breiteren Einsatz? Ja, ich glaube, darüber müssen wir auch mal nachdenken. Gibt ja auch Abgrenzerei in den linken Strukturen, Strömungen und so weiter. Aber Thomas hatte eine Frage zu dem Beitrag von Violetta. Bitte, Thomas. Ja, danke, Helmut. Violetta, mir hat das sehr gut gefallen, dass du dich bezogen hast auf diese Aktivitäten und die KPÖ in Graz, die du ja zum Beispiel auch genannt hattest. Ich wollte ja jetzt in dem Spannungsfeld der auch der finanziellen Frage das ein bisschen deutlicher nochmal fragen. Wir sehen ja nun gerade, du hast es vorhin ja auch angesprochen, leider sind auch gerade die eigentlich von uns, sage ich mal, favorisierten Abgeordneten nicht mehr im Bundestag oder wesentlich weniger. Und insgesamt die Summe ist auch weniger. Das heißt also, es sind einfach auch viel weniger Mittel zur Verfügung. Und bei allem Idealismus, wenn die Ressourcenfrage eine zentralere Frage wird, dann gleichzeitig mehr aktiv zu werden, da würde ich mir gerne einfach noch ein bisschen mehr Ideen oder Gedanken wünschen. Ich glaube, das ist vielleicht so, wie ich es formuliert habe, eine schwere oder pessimistische Frage, aber ich wollte sie einfach mal so trotzdem stellen, ne? Violetta, möchtest du da kurz drauf antworten? Ja, ist jetzt natürlich nicht was, wo man so direkt die richtige Antwort geben kann, sondern vielleicht auch für die Diskussion nachher, was macht man quasi auch mit der Linken mit weniger Ressourcen? Klar stellt es erstmal viel um, aber manchmal sind so Ressourcen natürlich auch Fluch und Segen, ne? Also man gewöhnt sich auch so daran, das schafft auch Abhängigkeiten. Es ist genau dadurch, dass manche Gruppen mehr Macht auch haben, weil sie einfach mehr Zeitressourcen, mehr finanzielle Ressourcen haben. Und wenn man sich andere Länder anguckt, was da alles mit viel weniger Ressourcen gemacht wird, da kann man, finde ich, schon auch viel lernen. Also ganz Mini-Beispiel, aber unser Stadtteilladen ist rein aus Spenden finanziert. Und es geht trotzdem. Es ist natürlich dann immer ein größerer Fokus darauf. Es macht halt manchmal die Notwendigkeit größer, das größer aufzustellen oder breiter aufzustellen. Ich glaube, im ersten Schritt ist es schwieriger, aber die Franzosen streiken auch mehr, obwohl sie dann immer sammeln müssen für die Streikkasse. Da werden wir, glaube ich, einfach auch gucken müssen, wie können wir da neue Modelle finden, dass wir nicht von sowas so abhängig sind. Ja, danke, Leo. Ja, und dann.